Das Nachholspiel vom Voting-Gewinner aus der Kreisliga 8, der SC Ellerau zu Hause gegen den TSV Holm, beide Teams bislang ohne Niederlage. Das Team von Elbkick TV ist vom Streik der AKM betroffen, daher gehen wir beim Stande von 1:0 für Ellerau in die Partie. Bertram hatte die Gastgeber in Führung gebracht und dem Spiel damit ordentlich Tempo verliehen. Holm im Angriff und warum eigentlich nicht? Mathiesen mit einem ersten Warnschuss, die Gäste trotz des Rückstands am Leben. Dann in der nächsten Szene Freistoß für den TSV Holm. Die Kugel lange, lange in der Luft, Zeit genug für Reimer, um den Schädel einzustellen. 1:1 der Ausgleich. Die Gäste nun spielbestimmt mit der nächsten Gelegenheit. Leider ein wenig verdeckt, aber die Edelfans in Ellerau natürlich mit den besten Plätzen. Schöne Flanke nach innen, ja und wer ist da? Richtig, Reimer mit einem Doppelpack, 2:1 für die Gäste. In der ersten Halbzeit passiert dann nicht mehr viel, wir gehen daher direkt in den zweiten Abschnitt. Das, was jetzt kommt, macht eigentlich jeden Trainer krank. Katastrophaler Abwehrfehler von Holm, Rinkins auf und davon, bleibt ganz cool und markiert den Ausgleich. Den Namen Rinkins sollten Sie sich ganz besonders merken, denn die One-Man-Show begann genau jetzt. Schöner Ball in die Spitze. Fatih behält die Übersicht, Rinkens sagt Danke und macht seinen Doppelpack perfekt. 3:2 für den SC Ellerau. Das Spiel war gekippt. Ellerau spielte sich nun in einen Rausch und einer, der hatte richtig, richtig Spaß bekommen. Den Mann kennen Sie, der Mann kann es. Rinkens mit einem lupenreinen Hattrick. 4:2 für die Hausherren. Dann eine kuriose Szene beim TSV Holm. Stammkeeper Heiseke muss verletzt raus und der zweifache Torschütze Reimer, der eigentlich für Gefahr im gegnerischen 16er sorgen soll, muss in die Kiste. Und Achtung, Bewährungsprobe bestanden. Reimer kann es vorn und hinten, pariert hier einen Schuss von Mauri Schad. Jetzt ging es nur noch in eine Richtung. Langer Ball auf den überragenden Rinkens. Der spielt, Mensch, ärgere dich nicht mit dem TSV Holm, legt sich den Ball auf den linken Schlappen und macht das, was er am besten kann. 5:2 für Ellerau. Und für alle Landes- und Oberligaspäher noch einmal in der Wiederholung. Der gute Mann heißt Janosch Rinkens, 1,97 groß, 20 Jahre alt und Tore schießen, das mag er ganz besonders gern. Die Partie längst gelaufen, doch festhalten, denn geiler geht es kaum. Mathiesen kriegt die Kugel, holt einmal Luft und den Rest genießen sie in Stille. Traumtor von Mathiesen, Keeper Wagner chancenlos bei dieser Granate aus 35 Metern. Dann war Schluss, 5:3 für den SC Ellerau, die Gastgeber auf Meisterkurs, 4 Spiele, 12 Punkte und mit Rinkens einen Knipser, der in dieser Verfassung wohl nicht mehr lange in der Kreisliga bleibt. Die Stimmen zum Spiel. Absolut verdient. Der Stürmer hat ja das Spiel alleine entschieden. Klasse gemacht, also Lob und Anerkennung. Aber Gott sei Dank passieren solche Spiele nicht jeden Tag. Und wir gehen Freitag frohen Mutes wieder gegen Ingenbüttel und müssen da wieder ein Spiel finden und auch dominieren, so wie wir es in der ersten Halbzeit auch gezeigt haben. Wir haben das so gemacht wie meistens. Den Gegner viel Raum gelassen und dann nach vorne zugeschlagen. Und das hat super geklappt heute. Also wir sind zufrieden.